verfolgt sie. Gott, das wird wieder eine Arbeit. So eine Heidenarbeit. Holt mir den Blondie! So, Blondie. Du auch. Bleib stehen! Du Penner! Schergen, ihr seid Penner. Hilfe! Jetzt haltet den... Haltet Blondie doch mal auf. Du gehst in eine höhere Stufe des Lebens über. Was? What the hell? Danke für eure Gnade. Oh. Heilige Scheiße. Oh, ich hab das ganze Haus zerstört. Fett. Ich will ja unterwerfen. Und wenn ich alles kaputt mache, kann ich nichts mehr unterwerfen. Besorgt ihn mir, so. Macht, dass er stehen bleibt. Gott, das wird wieder ewig dauern. Ist mir egal. Knie da. Sag noch einmal, ich bin gnädig und ich töte dich. Dann tu das, aber nicht. Fuck! Hä, den habe ich jetzt umgebracht? Sie lebt doch nicht mehr. Scheiße! Oh, ey Leute, ich habe so keinen Bock mehr drauf. Ich mache das irgendwann mal dazwischen. Um euch nicht zu langweilen. Ich meine, so spannend ist das nun auch wieder nicht. Also Leute, ich weiß, das wird jetzt Jahre dauern, ey. Aber da gibt's... Sie besaufen sich, was? Ja, sie besaufen sich. Oh nein, jetzt kommt der Mist wieder. Nehmt euch das, die Waffen und so. Das mache ich später. Das mache ich echt später. Die kotzen. Das finde ich so widerlich. Warum müsst ihr kotzen? Warum könnt ihr nicht einfach... Keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Ja. Sehe ich so aus. Was für eine dumme Frage. Was für eine dumme Frage. Also Leute, ich gehe jetzt wieder zurück in den Turm. Vielleicht kann ich was schmieden. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich, bald. Vielleicht kann ich was schmieden. Also. Und dann beim nächsten Mal. Na, bis wohl. Da gehen wir nach Nordhafen. Aber erst dann. Also ich will mir jetzt mal gucken, was ich schmieden kann. Ich habe genügend Geld. Vielleicht kann ich auch wieder was Neues bauen. Kaufen, Dingsen. Ich wollte meine Schergen unbedingt aufwerten, meine braunen. Das mache ich jetzt mal. Und dann schmiede ich vielleicht. Ja doch, ich. Dann reicht's
erstmal für heute. Ich habe hier jetzt Ferien. Ich werde in den Ferien spiele ich dieses Spiel durch, und zwar mit euch. Denn ihr guckt mir zu und dafür danke ich euch. Ich danke euch dafür, dass ihr dieses Gelegge ertragt. Ich verstehe nicht, wieso das immer mehr laggt, wenn ich Fraps benutze. Gut, ich weiß, dass es etwas so sein muss, weil Fraps ja die Videos immerhin ein bisschen komprimieren muss, aber das komprimiert die minimal. Deswegen, dadurch kann es doch nicht so laggen, das. Oder? Stimmt doch, hä? Ach so, ich muss jetzt auf den Stein warten. Also das ist der Bad. Okay. Aber also das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich frag mich, wann der Turm komplett ausgebaut ist. Wann war das in Overlord 1? Eigentlich nachdem man das Hügelland abgeschlossen hat. Nachdem man in eine komplett neue Welt kam. Also sobald ich Nordhafen fertig habe, müsste er rein theoretisch komplett ausgebaut sein, wenn sie es genauso haben wie beim letzten Mal. Wow, die haben schon wieder etwas ausgebaut, oder? Hey! Ach nee, doch nicht. Ich dachte, die hätten da was Neues. Kann ich denn noch alles bauen? Ja, die werden jetzt mal aufgewertet. Eure Braunen sind jetzt stärker, Meister. Scheiße, jetzt habe ich wieder nur noch so wenig. Jetzt besucht Gunther bald wieder. Ja, ich weiß. Spuck das aus, Gunther! Nee, Gunther, spuck das aus! Ein toller Satz, echt. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder nicht genügend Gold, um mir was Schönes zu schmieden. Schauen wir mal. Gewertete Baracken bedeuten stärkere Schergen. Nee. Nein. Okay, der Scharfrichter ist auch scheißteuer. Aber wäre geil. Der Wüterich. Nein. Ich lebe, um zu bauen. Nicht genügend Geld. Ah, den will ich mir so. Den werde ich mir bald schmieden. Für den Overlord. Ja, ja. Die Urgewaltenrüstung kann ich mir auch nicht schmieden. Und der böse Blick auch nicht. Ich muss sparen, wie im richtigen Leben. Oh. Okay, ich hätte ihn so oder so nicht bauen können. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist vorbei. Bis dann. Dann sehen wir uns. Dann werde ich Dings da machen. Nach Nordhafen gehen. Bis dann.